Prominenz an der Kasse. Das hat am Schalltag, dem 29. Februar, so manchen Kunden erfreut. Der Anlass? Die deutschlandweite Kassieraktion für die Projekte von Ideeninitiative Zukunft von DM. Das Ziel dieser Kassieraktion? Insgesamt 1 Million Euro Fördergelder für nachhaltige Projekte aus ganz Deutschland zu sammeln. Daher übernahmen am 29. Februar rund 1.800 Vertreter der verschiedenen Projekte für eine halbe Stunde das Kassieren. Der Schauspieler Hannes Jänicke übernahm für eine halbe Stunde im Münchner DM-Markt am Frankfurter Ring die Regie. Dabei musste er die Einkäufe der Kunden über den Scanner ziehen, kassieren und Wechselgeld herausgeben. Ich glaube einfach, dass wir als Konsumenten eine viel größere Verantwortung haben, als wir glauben. Und ich finde es großartig, dass DM diese Initiativen unterstützt, die wirklich aus der Bevölkerung kommen. Und zwar ganz lokal und kommunal. Und ich finde es eine großartige Idee. Ein Drache an der Kasse. Das hat vor allem die Kinder erfreut. Aber auch die Erwachsenen haben sich gern von Tabaluga, dem kleinen grünen Drachen, im Leipziger DM-Markt in der Grimmaische Straße bedienen lassen. Unterstützung beim Kassieren bekam er von Vertretern der Peter-Maffay-Stiftung. Auch ein Mitglied des Bundestages, Ingo Wellenreuther, begab sich im Karlsruher DM-Markt in der Kaiserstraße an die Kasse. Damit auch alles wie am Schnürchen klappt, stand ihm ein gelernter DM-Mitarbeiter zur Seite. Diese Kassieraktion heute beim DM-Markt war ja so gedacht, dass der Gesamtumsatz praktisch nochmal draufgelegt wird für drei soziale Projekte. Eins davon war der Karlsruher Kindertisch, den ich seit einigen Jahren als Verein gegründet habe. Wir kümmern uns darum, dass Kinder aus sozial schwachen Familien in Karlsruhe ein warmes Mittagessen bekommen. Greifen Sie zu, nehmen Sie die teuersten Sachen. Wir können Ihnen noch mal ein Körbchen holen. Lustig ging es in Bonn zu. Hier saß eine halbe Stunde lang der Arzt, Kabarettist und Bestsellerautor Dr. Eckhard von Hirschhausen an der Kasse. Für eine besonders amüsante Einkaufsatmosphäre sorgten drei Klinik-Clowns. Sie sind überzeugt, dass Lachen eine heilende Wirkung hat. Ich habe selber im Kinderkrankenhaus gearbeitet und da werden unglaublich viele teure Apparate bezahlt und unheimlich tolle Medikamente. Das ist alles wichtig, aber ganz entscheidend dafür sorgen, dass die Kinder auch die Angst verlieren in dieser fremden Umgebung, das kann man durch Humor. Bei der ganzen Prominenz in den DM-Märkten verging auch für die Kunden die Einkaufszeit wie im Fluge. Doch einig waren sie sich alle in Bezug auf die deutschlandweite Kassieraktion von DM. Finde ich richtig klasse. Schöne Idee, erstmal was anderes auch für die Kinder. Ich finde es ziemlich cool auf jeden Fall. Ich finde die Aktion klasse. Ich finde es super, dass sich DM dafür einsetzt. Finde ich eine ganz prima Aktion. Ich finde, es sollte es öfter geben. Am Ende des Tages wurde das Ziel von DM Drogeriemarkt nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Mehr als 1,74 Millionen Euro Fördergelder für nachhaltige Projekte aus ganz Deutschland kamen insgesamt zusammen.